Platz. Dritte ihn. Hamish. Und Northern Lights Suplex. Komme so vor, als würde Zack Sabre Jr. nur Suplexes machen. Ah, jetzt macht er auch mal hier Single Leg Dropkick. Und Irish Rip in die Ecke. Und nein, Breeze kontert. Und hier der Vorarm. Jetzt rollt Tyler Breeze sich schön, damit Sabre Jr. auf ihn springen kann. Oh shit, jetzt geht er raus. Was hat er vor? Oh scheiße, er baut das Kommentatorenpult ab. Mal gucken, ob da jemand durchfliegt. Er greift Breeze hier erstmal und Reverse STO auf den Monitor. Ach du Scheiße. Tyler Breeze ist unter some heavy assault. Was hat er jetzt vor? Ah, erstmal den hier Lock. Ah, er lässt ihn wieder los und hier der schöne Punch. Er hebt ihn wieder auf. Der Ref ist schon bei 4 beim Auszählen. Oh, jetzt haut er ihn dagegen. Ich lade schon mal JBLs Hut. Na. Oh, Sabre Jr. Aber Breeze weicht einfach mal richtig hart aus. Jetzt springt er hier rein. Greift Breeze, aber der kontert mit einem Chinbreaker. Dann wird der Suplex gekontert in einen Russian Leg Sweep. Sieht schon mal gut aus, das Match. Oh, Konter von Breeze. Hebt ihn auf und das ist ein Reverse. Nee, das war ein One-Hand Sky Crushing Finale. Genau, sagen wir es mal so. Wisst ihr wahrscheinlich eher, was ich meine. The Miz Finisher mit einem Arm. Naja, jetzt gibt's hier erstmal den Pump and the Suplex. Und er hat wieder genug Energie mit dem Tritt hier. Und er hebt ihn jetzt auf. Schleudert ihn in die Seile per Irish Whip und Swinging DDT. Jetzt dreht er ihn nochmal. Jetzt toll. Wie der Rollins. Oh shit. Oh shit. Tiger Suplex. Was für eine Aktion. Vom Briten. Sensationell. Oh shit. Jetzt hebt er ihn auf. Was hat er denn jetzt vor? Oh oh. Saber Driver. Was das? Cover. One. Two. Tyler Breeze is not just a fashion icon, he's a master manipulator and an expert opportunist and of course his own secret admirer. Ah, jetzt hebt er die Nummer auf, aber Breeze kommt wieder mit einem Chinbreaker. Michael, I know you think this man is a sex symbol. Und Back Suplex. Und gleich der Pin hinterher. Was ist denn gerade mit mir los? Ich kann einfach nicht auskicken. Das geht nicht. Das ist bei 2. Ne, das ist bei 1,9 oder so. Mit dem Schlag hier gegen den Hinterkopf. Und Breeze greift ihn, aber Sabre Jr. wirft ihn über die Top Rope. Und wieder Pump and the Suplex. Das hier reicht aus. Ich nehme einen Stuhl. Ich will ihn nicht schlagen, ich will ihn einfach im Ring verkeilen. Hoffentlich greift der Ref da nicht ein. Ref. Mal komm, Breeze. Ich will nämlich da reinschleudern. Mano. Oh! Sorry. Oh Mann, Ref, du bist scheiße. Oh, ja, jetzt pinnt er mich natürlich. Ref, du bist so ein Arschloch. Na, er pinnt mich, während ich im Stuhl liege. Alter. Hä? Oh! Was ist denn gerade mit mir los? Ich check's einfach nicht. Alter. What the fuck?
ist vielleicht auch besser, aber ich finde es ein großes Trauma, 1000 Punkte bekommen. Aber trotzdem, was ist denn gerade mit mir los? Das geht ja gar nicht. Alter Ref! Mann, Ref, was soll die Scheiße? Ich wollte den Stuhl gerade greifen. Da hat er Kid Breeze mich. Ah, bearbeitet hier das Knie von Xavier Junior. Hebt ihn jetzt auf und... Super Kick! Nein, gekontert! Body Slam! Jetzt geht er wieder raus. Xavier Junior. Hat er vor, dem Stuhl zu greifen? Nein, er geht vorbei. Er nimmt den neuen. Er nimmt einfach den anderen. Geht jetzt wieder in den Ring. Verkeilt ihn wieder. Und halt Füße rein! Ach du Kacke! War das die entscheidende Aktion in diesem Match? Oh, da gibt's ihn! Vorab den Signature! Was hat er denn jetzt vor? Oh oh! Saber Driver! Das muss das Ende sein! Breeze muss so fertig sein, das gibt's ja nicht. Cover! Ich hab ihn doch gepinnt! Was geht denn hier ab? Ich hab ihn doch gepinnt! Jetzt ist das ein bisschen Cut hat. Ja, ich hab ihn einfach mal. Ich hab B gedrückt. Ja, wenn es aber anders bin, das wäre kacke. Jetzt mal einen Stuhl reinwerfen. Scheiße. Wo wirft er den Stuhl nicht rein? Oh ja, lauf ich jetzt mal rein, das ist plötzlich. So, jetzt wieder verkeilen. Breeze kommt wieder. Und. Alles. Ah, nein, jetzt hast du mal rausgekommen. This match has taken so much out of this guy. He's not gonna give up. But man, this has been. Chinbreaker von Breeze. And he's heading back in. Und er ihr Signature Clown oder was? Breeze kommt wieder in den Ring. Selbe schon, wir warten nur und da gibt's den Slap. Was hat er denn jetzt vor? Oh shit, wieder der Eilschip in den Stuhl, der in der Ringecke ist. Er pinnt ihn, oder? Ja, er pinnt ihn. Cover. 1, 2, 3. Das war's. Er haut ihn zweimal mit einem Eilschip in den Stuhl, der in der Ecke, verkeilt ist. Beziehungsweise war. Und da gibt's auch einmal den Tiger Suplex, einmal den Form als Signatures und zweimal den Saber Driver. Und da muss ein Breeze selber ausgenockt sein. Und dadurch verliert er auch. Das war meiner. Ja, das war, ich glaube, der erste. Ja, das war der erste Saber Driver. Kickt er nochmal aus. Und nach dem zweiten war es halt so sinnlos, dass ich B gedrückt habe, als. Also, ich wollte pinnen. Nein, der ist zu blöde und greift ihn am Kopf. Und das wäre dummes Ende gewesen, hätte ich ihn danach gepinnt. Da gab es noch eher nochmal einen schönen Back Suplex. Pin und das war wirklich richtig bitter, als ich erst nicht ausgekickt bin. So, jetzt kommt er da rein. So, was hat er nochmal Body Slam gemacht? Okay. Ja, das war das jetzt. Da hau ich ihn, ich glaube, zum zweiten Mal in die Ringecke, in der Stuhl war, und das war's dann. Cover. 1, 2, 3. Das war's. Sehr, sehr starkes Match der beiden. 4 Sterne mindestens. He gets a victory here tonight. Love him or hate him, that was an incredible match. Unglaubliches Match. Wie Michael Cole auch gerade sagt. Jo, stark gemacht von den beiden. Mal schauen, ob ich jetzt noch ein Match mache. Ich glaube nämlich. Ne, ich weiß noch nicht. Muss ich mal gucken.
gegen wen ich jetzt kämpfe, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder auch nicht. Yay, mein Rang ist gestiegen. Was, Colin Cassidy war mittlerweile Vierter? Hey, wo ist Zayn? Was, Sami Zayn ist nur noch Sechster? Oder vorhin? Hey, der war gestern noch Erster. Number One Contender. Okay. Alter, wie schnell kann man denn sinken? Das geht ja gar nicht. Wer im Handy wird shit? Oh, es ist Sami Zayn gegen Hideo Itami. Oh, Kevin Owens war gar nicht bei Main Event diese Woche. Okay. So, jetzt kommt NXT, dritte Woche im Juli. Oh shit, gegen Owens. Aber das will ich mir für morgen aufsparen. Ich glaube, das war's erstmal mit dieser kleinen Runde auf YouTube. Ja, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann schaltet wieder dann am nächsten Tag vermutlich ein, wenn ihr das Video hier seht. Ja, viel Spaß.